herzlich begrüßen und freue mich also über die rege Anteilnahme für unser heutiges Gespräch, Laboratorium Druckwerkstatt. Die Ausstellung beschäftigt sich ja dezidiert mit so einem Einblick in zeitgenössisches druckgrafisches Schaffen. Anlass dafür war, dass mir aufgefallen ist, dass insbesondere also jüngere Generationen oder jüngere Künstler sich den grafischen Techniken wieder zuwenden in unterschiedlichsten Kontexten. Das ist in dieser Ausstellung zu sehen und wir wollen heute Abend in einem Gespräch mit einigen Künstlern aus dieser Ausstellung Steffen Czesno vom Atelier für Lithografie einzelne Aspekte dieses Themas im Gespräch vertiefen. Ich möchte das Podium erstmal vorstellen, beginne mit Lothar Böhme rechts zu meiner rechten Seite. Lothar Böhme ist der Älteste in diesem Kreis, also wie wir hier vorne sitzen. 34 geboren, darf man sagen. 38. Stimmt, du wirst 80 in diesem Jahr. 38 geboren, also der Älteste in diesem, auf diesem Podium. Lothar ist Maler. Hat in Valerie hier vorne ist noch, hier sind noch zwei Plätze frei. Das dauert jetzt eine Weile. Okay. Du hast noch in West-Berlin in Charlottenburg studiert, absolut, ne? Ja. Bist durch den Mauerfall dann nach Ost-Berlin. Plötzlich war Schluss und du warst in Ost-Berlin. Hast dich hier zu einem der prägendsten Lehrer entwickelt, ohne je an einer Schule zu unterrichten, einfach durch deine künstlerische Haltung. Richtig. Lothar ist Maler, lebt nach wie vor in Pankow und radiert und du machst Lithografie. Selten. Ja. Dafür haben wir das seltener, also hier in dieser Ausstellung zu sehen. Mach mal weiter, ja. Nee, ich höre jetzt mal auf. Fahre fort also mit der Jüngsten auf diesem Podium, Anna Slobodnik, 1990 geboren, in Moskau, dann nach Deutschland gekommen. Sie hat hier studiert an der Universität der Künste, abgeschlossen als Meisterschülerin bei Professor Mark Lammert. Du bist Malerin, aber du hast dich also auch sehr dezidiert also der Grafik zugewandt und von ihr ist also im letzten Raum eine sehr schöne, große Radierung zu sehen, aber du machst auch Lithografie. Genau, also ich habe alle Drucktechniken, alle Drucktechniken durch, aber ich bin bei den Radierungen und Lithografien hängen geblieben. Okay, na, zu den Details kommen wir nachher noch. Said Balbaki in Libanon, in Beirut geboren, du hast dort 74, genau, dort studiert, du bist 2002 nach Berlin gekommen, hast an der UdK studiert, dann später auch abgeschlossen als, also mit dem Meister. Ich habe Meisterschule bei Burkhard Held abgeschlossen und danach eine Masterstudiengang. Genau, eine Masterstudium Kunst im Kontext, aber du hast auch bei Marwan. Ich war bei Marwan 2001 in seiner Sommerakademie. In der Sommerakademie in Damaskus. Ne? Bist in Jordanien. Okay. Du bist Maler, aber machst Konzept. Sehr viel Lithografie. Viel Lithografie. Die letzten Jahre, so zwischen 2012 und 2015. Sind auch viele lithografische Projekte dann entstanden. Genau, also es ist ja doch schon eine ganze Menge, ja, ja. Was so entstanden ist, also nicht so nebenbei und mal aus Versehen. Nein, drei große Projekte dann. Okay. Steffen Czesno, Offset-Drucker, gelernter Offset-Drucker, Enkel von Klaus Wittkugel, hat in dem ehemaligen Atelier, doch, ich finde das ganz interessant, in der Hermann-Hesse-Straße sein Atelier für Lithografie. Ist Leiter der Lithografiewerkstatt an der Universität der Künste und du bist quasi der Handwerker, der Kunsthandwerker, kann man das so sagen? Ja, würde ich so sagen. Der Kunsthandwerker, kann man sagen. Ne? Also mit einer großen Professionalität und einem großen Einblick in zeitgenössische grafische Drucktechniken und du guckst also gewissermaßen von der anderen Seite
auf die Druckgrafik. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie du überhaupt so zur Druckgrafik gekommen bist. Das war ein längerer Prozess. Also ich habe diese klassische Ausbildung nach der Schulzeit, eine normale Ausbildung gemacht an der Berufsschule Rudi Art, wo auch ein ehemaliger Mitausbilder sozusagen hier sitzt. Und bin dann über Umwegen, dass ich so in dem normalen Prozess der klassischen Industriedruckerei fühlte ich mich überhaupt nicht wohl. Und hatte dann überlegt, also nachdem ich sozusagen überlegt habe, dass ich so mein restliches Leben nicht leben möchte, hatte ich überlegt, doch nochmal vielleicht Abitur nachzuholen. Habe an der Volkshochschule in Prenzlauer Berg im Abendkurs gemacht und zu dem Zeitpunkt dann auch meine Tätigkeit als Offsetdrucker beendet, weil es im Schichtbetrieb schwer möglich war, also Schule und Arbeit. Und habe dann als Hausmeister in Heinersdorf an einer Schule angefangen. Das habe ich 2,5 Jahre gemacht. In der Zeit habe ich dann in Ruhe mein Abitur nachgeholt und habe dann kurz nach Abschluss des Abiturs starb mein Großvater, Klaus Wittkugel. Und dann ging es darum, was sozusagen mit dem Nachlass passiert. Und es war so angedacht, dass die Sachen zu der Akademie der Künste kommen. Klar war aber, dass dieser Nachlass irgendwie sortiert, geordnet übergeben werden muss. Und das habe ich dann ein Jahr lang auf Honorartätigkeit gemacht für die Akademie der Künste. Und dann hatten die mir angeboten, da ich das so gut gemacht hatte, vielleicht, ob ich nicht Lust hätte, Studienplatz als Archivar. Und dann habe ich gesagt, nee, Archivar interessiert mich gar nicht. Auch wenn ich das sehr schön sortiert habe alles und archiviert habe. Aber ich brauche was sozusagen einen Prozess, wo ich also mit Menschen zu tun habe und nicht sozusagen nur an einem Gegenstand belastet oder behaftet bin. Und dann kam so das Gespräch auf, dass ich gesagt habe, was mich interessieren würde, wäre nochmal Lithografie, also Steindruck. Und dann sagten die, ja, da geht der Druckarbeit in Rente, da könnten wir uns ja was überlegen. Und dann kam so die Möglichkeit, dass ich dort nochmal eine 2-jährige Ausbildung in der Akademie der Künste, das war direkt am Pariser Platz, am Brandenburger Tor, wovon heute sind die hinteren 2 Ausstellungsräume. Einer davon war die Lithografiewerkstatt. Und da habe ich eben 2 Jahre noch mal von 86 bis 88 die Ausbildung gemacht und habe dann dabei auch eben für die damaligen Meisterschüler und Mitglieder angefangen zu drucken. Und darüber hinaus entstand dann natürlich auch ein Kreis über sozusagen Künstler, die man darüber kennenlernte. Und dann ist das alles abgewickelt worden im Vereinigungsprozess und dann habe ich mich ab 92 selbstständig gemacht. In der Hermann-Hesse-Straße, erst in einem kleinen Raum und dann in größeren Raum noch angebaut. Wunderbar. Schön. Aber so viel Druckwerkstätten gibt es heute auch nicht mehr. Ja, doch, in Berlin gibt es schon eine ganze Menge. Also wenn man das jetzt deutschlandweit betrachtet, also Lithografiewerkstätten gibt es in Berlin 4. Und Radierungen schon auch einige. Und es gibt sehr, sehr viele Künstler, die eben auch selber drucken. Also vor allem im Holzschnitt, Linolschnitt und vor allem Radierung. Lithografie sehr, sehr wenig. Weil es doch eine sehr anspruchsvolle Technik ist, um nicht selber zu drucken. Und warum? Weil der Prozess eben ein sehr langwieriger ist und jeder Fehler, den man begeht, wird so bestraft, dass die Zeichnung versaut ist. Also man braucht dezidiert den... Oder man muss sich sehr intensiv damit selbst... Also Rolf Münster, so zum Beispiel, hat ja seine Sachen früher auch selber gedruckt. Es gibt immer wieder Künstler, die auch ihre Sachen selber drucken, auch in der Lithografie. Aber die Mehrheit lässt eigentlich professionell dann drucken. Mhm. Lothar, wie bist du eigentlich zur Lithografie gekommen? Du sagst, machst du nur selten. Ich bin dadurch hineingeraten, dass Steffen gleichsam immer anruft und sagt, wir müssen wieder etwas machen für die Herzattacke. Ja? Sonst würde ich das gar nicht machen, muss ich ganz offen sagen. Und das bedeutet, aber ich mache es gerne bei ihm in dem schönen Haus. Wir unterhalten uns über die heutigen Dinge. Und da wir Gespräche führen, die im Grunde genommen sammeln eine gleichzeitig in geistigen Wellenlänge sich bewegen,
arbeite ich da sehr gerne. Ja. Aber ich muss ganz offen sagen, dass ich im Grunde immer eine Abneigung gegen diese Vervielfältigung hatte. In dem Sinne möchte ich nicht sagen, bin ich ja fast fehl am Platz. Denn ich habe zwar viele Radierungen gemacht, auch schon Ausstellungen gemacht. Aber dass ich immer so eine Sache fünfmal habe, hat mich immer irgendwie negativ beunruhigt. Ja, muss ich ganz offen sagen. In dem Sinne bin ich überhaupt kein Druckfreund. Ja. Und da ist so, dass man, sagen wir mal, wenn man es macht, macht man es ja gerne. Und dann kommen die Fantasien hoch, wie man das richtig machen könnte. Wenn man jetzt an Picasso denkt, ja, einen Monat nur mit Drucker, die nur für seine Sachen da arbeiten, dann würde es ja in eine Verwandlungsebene kommen, die richtig gut ist. Aber da macht man es nur manchmal. Und dann muss ich auch sagen, gibt es ja verschiedene, wenn ich jetzt an Goldsche denke, die ein wirklicher... Mach mal die Fenster zu, weil ich finde, das ist ein bisschen laut. Der wirklich, sagen wir, die Druckgrafik von Anfang an zu seinem normalen Lebenselixier und Gestaltungsvorstellung gemacht hat, Goldsche zum Beispiel, ja. Und auch schön notiert, Nummer 3, Nummer 4. Also mir war das Ganze fremd, muss ich ganz offen sagen. So, aber nicht so fremd, dass man es nur ja nicht machen will. Und das bedeutet, aber du bist ja auch erst spät dazu gekommen, später, ganz spät zu machen. Und das bedeutet, wenn man jetzt an Fan zum Beispiel denkt, ja, nun leider wissen wir ja alle, der hat dann plötzlich gesagt, ich habe damit aufgehört, dass jemand wunderbare Sachen gemacht hat. Das bedeutet, man ist nicht der, der im Grunde, sagen wir mal, jetzt die Druckgrafik freudemäßig macht als etwas der Verlängerung seines gesamten Tuns, muss ich mal leider sagen. Ja. Das bedeutet ist okay. Und ich muss noch ganz, sagen wir mal so, aber wenn man jetzt, ich habe das ja auch in dem kurzen Video gesagt, dass man die Scheu verliert, dass der Stein ist so dick, ja. Und als ich anfing mit der Lithografie, dieser dicke Stein, wo er sich bemühen muss, das zu schleifen, ja, und er schleift dann den großen Stein. Und jetzt soll man auf diesen großen, dicken Stein etwas Freies raufmachen, ja. Das kostet eine gewisse Überwindung. Wenn man es aber oft macht, ja, wir machen das ja alle halbe Jahr, dann verliert man die Scheu davor. Von dem dicken Stein. Aber merkwürdig ist es schon. Ich bin manchmal auch ganz. Manchmal liegt in meinem Atelier eine. Ich habe viele Radierungen gemacht. Und jetzt liegt manchmal eine Radierplatte da. Ich mache trotzdem keine. Ja? Ganz komisch. Ja? Das bedeutet, man ist an sich nicht der, der so ein druckgrafisches Werk vorantreiben will als Eigentlichkeit. Ja? Der bin ich gar nicht. Gut, jetzt muss aber die Jugend... Muss man ja sicherlich auch nicht. Also es gibt ja unterschiedliche Anlässe, sich dem zuzuwenden. Ja, also man kann es als das Eigentliche, also seines Werkes bezeichnen. Man kann es natürlich, also so wie in den 80er Jahren ja auch gang und gäbe gewesen ist, als ein Nebenprodukt quasi mit entstehen lassen, einfach weil es den Druck preiswert zu verkaufen gewesen ist. Also dieser Markt ist ja jetzt komplett weggebrochen. Das muss ich dir sagen. Also wenn man jetzt an den Osten denkt, da war, ich habe es ja auch nicht gemacht, aber da war das einzelne Druckwerk, sagen wir mal, eine Art von Allgemeinfreude, wenn man will, ja. Auch von Käuferfreude, wo Goldsch ja mit etwas von gelebt hat, trotz aller Schwierigkeiten, ja. Das bedeutet, und das ist ja jetzt gar nicht mehr so, ja. Jetzt gibt es aber, sagen wir mal, neue Methoden. Die neue Methode wäre, nicht so eine kleine Radierung zu machen, sondern eine, die einen Meter groß ist, ja. Da kommen wir gleich mal zu einer Slowakei. Sagen wir mal so, was ja gar nicht falsch ist, ja. Wenn man an die Druckgrafiken von Peng denkt und so, die haben jetzt in die Ebene der heutigen Zeit, die eine Wirklichkeit bildet im Geldverkehr, große Sachen gemacht, die man auch deswegen gar nicht falsch findet. Aber man ist dem im Grunde nicht entgegengekommen und dann hat man lieber seine großen Bilder. Ja, ja, so gut. Ja. Danke. Was ist für Sie eigentlich das Reiz an der Lithografie? Erstmal die Freude zu sehen, da sind 5 Exemplare und nicht nur eine. Und ich denke, es ist meine Vorliebe für den Künstlerbücher. Ich habe immer Faszination für Künstlerbücher gehabt und die sind die meisten auch aus Grafik.
Mhm. Ob das Jazz von Matisse oder Giacometti, Lithografie oder von Picasso. Und erste Sache auch, wenn man Grafik macht, man darf nicht an Geld denken, weil es kostet viel mehr, als was sie bringt. Mhm. In der Regel, weil das ist so hohe Kosten. Und man muss auch das mit Liebe machen und auch das Lieben einfach. Ich war in der Lehre bei einem Papierfetischist. Ich bin bei Mauern gewesen und diese auch Liebe für Radierung, mehr als für die Lithografie, weil er hat sehr wenig Lithografie gemacht, aber sehr, sehr viel Radierung. Der hat ein erfolgreiches grafisches Werk. Ja, und hat auch sehr viele Aquarellbücher gemacht und sehr viele Tagesbücher. Und da kommt man auch näher zu Papier, wie man auch mit Papier umgeht. Und da sind, glaube ich, weil wir kommen aus einer orientalischen, arabischen Tradition des Buches. Das heißt, die Buchillustration, die Staffeleimalerei oder die Malerei auf den Tafeln, wir haben das aus Europa im 18. Jahrhundert, davor haben wir das nicht gekannt. Und für uns ist die Kunst ist diese Miniatur, diese kleinen, wo man sich die Zeit gegeben hat, so in kleinen Details zu und raffinierte gemalt hat und ein Buch zu illustrieren. Und das sind nicht nur rein Illustrationen für den Text, die waren auch selbstständige Kunstobjekte. Mhm. Und ich denke, das ist eine Mischung von all diesen Aspekten, die auch für mich immer faszinierend waren. Also eine Begeisterung einfach für das Material? Für das Material, für das Drucksverfahren. Ich habe alle auch, wie Anna sagte, ich habe alle Druckverfahren gleichzeitig gemacht, in einem Semester. Und davon sind jetzt sehr intensiv mit Lithografie, weil ich war auch fast 3 Jahre Assistent, so Tutor an der UdK. Und daher könnte ich auch selber meine Blätter drucken. Was ich heute nicht mehr machen kann, weil das ist eine große, auch körperliche Belastung und sehr viel Zeitaufwand für einen Künstler. Und, aber es ist immer gut zu verstehen, wie die Technik funktioniert, weil man beherrscht die auch viel besser, wenn man auch Ahnung hat, wie der Stein reagiert, was für Technik, weil das sind auch in die gleiche Gattung oder in die gleiche Technik so viele verschiedene Momente, Mittel, Herausforderungen, wie ob man für seine Malerei was malerisch aussucht, da kann er Zuckerverfarbenradierung, da kann er Vernimont als zeichnerischer Aspekt, kann er in die Lithografie eine Tischzeichnung machen. Oder ja, es gibt sehr viel über Grafik zu sagen. Aber ich würde erstmal fragen, weil dieses große Format und auch das Experimentelle und warum macht man heute eigentlich noch viel Grafik, wenn man sie doch eigentlich auch nicht verkaufen kann. Was macht für dich die Faszination eigentlich aus? Ja, also bei mir fing das, glaube ich, auch also so von der Faszination Buch vielleicht ausgehend an, dass ich bei meinem ersten Besuch in der UdK zum Rundgang in die Druckwerkstätten kam und mir dieser Geruch von Ölfarbe entgegenströmte, der ja ein ganz anderer ist als von der Ölfarbe, mit der man malt, und ich gesagt habe, ich möchte hier wohnen, in den Druckwerkstätten. Und da begann es über die Faszination für den Prozess. Und so, dass ich tatsächlich auch halt, sobald es möglich war, alle Druckwerkstätten besucht habe. Und ja, also ich finde, die Druckgrafik macht so ganz andere Dinge mit einem Bild, während man, wenn ich male, das ein langsamer Werdeprozess ist, kann man eine Druckgrafik natürlich auch sehr oft überarbeiten. Aber man ist halt immer erstmal, man druckt einmal und man hat ein Produkt. Und dann kann man sich entscheiden, möchte man weiterarbeiten. Man hat immer dieses Fertig und das ist ganz faszinierend. Das ist das, was ich spannend finde. Also der Prozess ist ein ganz anderer. Ja, der Prozess ist ein ganz anderer und gleichzeitig gibt es da Möglichkeiten, an ganz anderen Stellen spontan zu sein, als es vielleicht in der Malerei möglich ist. Aber du machst ja im Wesentlichen auch Unikate. Genau, also mich ich mache, wenn, dann kleine Auflagen, weil mich tatsächlich dieses Vielhaben, wie Lothar auch sagte, nicht so interessiert. Mich interessiert dann halt
eher tatsächlich dieses eine Produkt. Und gerade auch bei den Radierungen interessiert mich auch, das unterschiedlich stehen zu lassen. Mich interessiert, die unterschiedlichen Bilder dann zu sehen. Das viel machen, das, ja, muss ich nicht haben. Du hast ja sehr großformatige Radierungen. Das fanden wir für diese Ausstellung also auch nochmal einen sehr interessanten Aspekt. Welche Rolle spielt für dich dieses Format eigentlich? Ja, eine ganz wichtige. Es war halt eine, glaube ich, konsequente Folge meiner Arbeit, weil es bei meinen Zeichnungen und Malereien und Druckgrafiken im Allgemeinen, also ich viel mit Mustern arbeite, und es da auch dezidiert um die Wiederholung geht. Und da geht es auch, wie oft diese Wiederholung vorhanden ist, was eine Rolle einfach auf das Ganze spielt. Deswegen war es für mich eigentlich irgendwie klar, okay, wenn ich jetzt, ich habe diese Radierung sehr spät immer gemacht und vorher lange keine Radierung, sondern nur Lithografien gemacht. Und es war klar, okay, wenn ich jetzt zur Radierung zurückkehre in diesem Moment, mache ich auf jeden Fall eine große Radierung. Ist das einfach eigentlich, die technisch umzusetzen? Also zu bezeichnen schon. Die Platte ist gut auch alleine tragbar, weil sie biegsam ist. Drucken kann man die, oder ich zumindest kann die nicht alleine drucken, genau. Also die muss man zu zweit drucken, weil das Auflegen man sonst gar nicht bewerkstelligt. Stört dich da also jemand, der dir in der Werkstatt also hilft als Drucker? Oder gar nicht. Also es kommt natürlich auch, ich glaube, es kommt immer auch auf die Person an. Also es ist natürlich auch ein individueller Prozess mit allen, wie in allen Bereichen, wo man zusammenarbeitet, aber prinzipiell nicht. Also es kann natürlich, glaube ich, auch störend sein, aber mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hat mich das nie gestört, sondern eher bereichert, weil das halt auch immer Menschen mit viel Erfahrung waren, wie Steffen zum Beispiel, und da halt auch immer nochmal Aspekte mit reinkommen, an die man jetzt selbst nicht unbedingt gedacht hat und die doch ganz spannend sein können. Ja, Steffen, du ich wollte, was interessant war, wo über den Prozess, den Lothar beschrieben hat und auch den Zeit beschrieben haben, also dass man sieht, dass, also sagen wir mal, Zeit in seinen Arbeiten, wo er Maler ist, also auch in der Druckgrafik, egal ob in der Radierung oder auch in der Lithografie, immer einen malerischen Ansatz hat in seinen Arbeiten. Und bei Lothar und Anna ist es, also vor allem bei der Radierung sieht man, dass sie doch eigentlich in der Art arbeiten, wie sie auch zeichnen. Ne? Und das ist auch für mich das Interessante zu sehen, also dass zwei Maler, wie unterschiedlich sie sozusagen mit dem Medium Grafik umgehen. Der eine bezeichnet also als zeichnerisches Medium und der andere sieht es als malerisches Medium. Und es geht in beiden Techniken, also und einen anderen natürlich auch noch im Holzschnitt, kann man natürlich malerisch arbeiten oder zeichnerisch arbeiten. Das finde ich oft sehr, sehr interessant. Und dieser Ansatz interessiert mich dann auch oft in der Zusammenarbeit, ob derjenige sich mal woanders hin bewegt oder nicht woanders hin bewegt. Oder es auch miteinander mischt. Beobachtest du das nur oder beeinflusst? Man kann es, sagen wir mal, spreche jetzt mal zu Lothar hin. Da ist es eigentlich so, dass ich ihn oft frage, mit was willst du arbeiten, mit was für Material? Und dann manchmal sagt er, gib mir mal eine Kreide als erstes. Und dann fängt er an, seine Arbeit zu verdichten. Meistens zum Schluss mit der Feder, aber manchmal fängt Lothar auch mit einer Tusche und mit einem Pinsel an, also mit doch mehr einem malerischen, dass er sich malerisch sozusagen die Form und verdichtet sie dann. Das Problem ist ja folgendes. Für mich ist das Problem, ich bin im Grunde in der Malerei oder in meiner ganzen Kunstgröße um jemand, der möglichst das Irrationale des Tuns in sich beibehalten will. Jetzt ruft Steffen an, wir müssen Mittwoch, müssen wir gleichsam eine Lithografie machen für die Herzattacke, für die an sich sehr schöne Kulturzeitschrift. Was? Mittwoch? Ja. Also jetzt muss man ja Mittwoch einen Gedanken haben, was man überhaupt machen will, ja. Und da ich überhaupt kein Mensch bin, der in der Auftragsebene etwas gewollt ist, habe ich zwar auch gemacht, aber ist mir ganz fremd. Ich mache es aber trotzdem, ja. Und dann muss man sehen, was machst du denn da? Ach ja,
ja, mach doch mal das, was du sowieso jetzt zeichnest. Na gut, das macht man. Dann kommt man hin und dann ist eine wunderbare Atmosphäre. Hast du das, hast du alles schon hin, er legt nun alles schon hin. Und dann guckt man auf den Stein drauf und dann fängt man an. Und je länger man das macht, wir machen ja fast das schon jahrelang, je mehr, 20. sagen wir mal, verliert man die Scheu, das zu machen. Ja, das ist auch merkwürdig. Und darum unterhalten wir uns darüber, die Sehnsucht wäre, sagen wir mal, dass man jetzt ein halbes Jahr nur Litos macht, wo jemand dauernd daneben steht und jetzt die ganzen Verwandlungen, die jetzt da möglich sind, ja, dass man die dann erlebt, ja, was man ja nicht macht, ja, da hat man keine Zeit und nicht das Wollen und auch nicht die Möglichkeiten, ja, da müsste man ihn ja finanzieren auch, ja, macht das ja nicht umsonst, ja, das bedeutet, und so ist man im Grunde gegenüber der Druckgrafik in gewisser Weise, sagen wir mal, man hat sich der Vervielfältigung entfremdet. Ich muss das wirklich mal sagen. Ja. Das ist eher ein zeichnerischer Prozess. Ist mehr, ja, man hat sich dem entfremdet. Aber auch, ich habe schon im Leben festgestellt, dass alle Verneinung sich wieder umschlagen kann in Freudeideen. Ja. Es ist ja nicht so, dass man nur festgeschnürt ist in was soll das, könnte wieder sein und so weiter. Und das ist im Grunde ist ja das Interessante im Leben überhaupt, dass man sich auch verändert. Ja. Und Steffen, wenn du mal ein Jahr jetzt für mich nur noch da bist und ich Millionär wäre, ja, das wäre doll, ja. Dann musst du daran arbeiten, Lothar. Bitte? Dann musst du daran arbeiten, dass du Millionär wirst. Dann kannst du eine große Sache machen, die sie jetzt macht. Aber der Punkt ist, was für mich natürlich interessant war, mit Zeit ist, sagen wir, von dem jetzt hier auf dem Podium sitzenden, mit dem ich am meisten bis jetzt gearbeitet habe. Und da er in seiner Studienzeit auch als Studienzeit genutzt hat, also er hat eigentlich 12 Stunden am Tag gearbeitet und hat auch sehr, sehr viel alleine ausprobiert. Also ja, das ist natürlich gut. Mit Farbe, mit Nicht-Farbe, mit Positiv, mit Negativform, also sehr, sehr viel gemacht. Und hat natürlich dadurch auch für sich eine Form gefunden und weiß auch relativ gut, was er will und was er auch nicht will. Das ist auch oft sehr wichtig, weil in diesem Prozess kann man sich natürlich auch sehr schön verrennen. Also vor allem, wenn man mit Farben anfängt zu arbeiten, kann man sich doch schon ganz schön verrennen, dass man einfach auf einmal komplett falsch liegt. Da kommen dann zu dir jetzt auch durchaus Künstler, die nicht so eine klare Vorstellung haben und mal gucken und du musst sie beraten? Dieser Prozess ist, also sagen wir mal, da gibt es auch eben Unterschiedlichkeiten, dass es Leute gibt, die mit einer konkreten, die eine Idee haben. Dann gibt es welche, die kommen eigentlich, sagen wir mit einer, ich sag's jetzt mal mit einem Aquarell so und sagen, das würde ich so gerne freier umsetzen, nicht so wie ein Aquarell. Einige kommen mit einer Zeichnung, stellen die sich hin und legen dann los, ohne die zu kopieren. Und eben eine, die konzeptionell rangehen. Und die konzeptionell rangehen, mit denen ist es natürlich oft auch so ein Prozess, dass sich was verändert, in dem eigentlichen Prozess. Dass man einfach sagt, oh, machen wir nicht 3 Farben, werden 6 Farben. Und eigentlich dachte ich, ist ich blau, gelb, rot. Nee, wird auf einmal grün, grau und violett. Also sagen wir mal so. Da gibt es, weiß ich jetzt von denen, die hier hängen, ist Leber einer der Kandidaten. Der kommt mit einer Idee und es endet komplett anders. Tesma war auch so, der ist nicht in der Ausstellung und Felix Furtwängler ist noch mal anders unterwegs. Also der hat nur eine grobe Idee und im Prozess wird dann alles ausgelotet. Was und ist denn dein Anteil eigentlich in diesem Prozess, wenn wir schon mal dabei sind? Mein Anteil ist nur die Atmosphäre? Die Atmosphäre spielt übrigens wahrscheinlich auch eine Rolle. Also das, wie Lothar auch schon sagte, dass für viele ist so ein Stein, so ein geschliffter Stein, verkrampft die Leute, die sind nicht frei. Man muss also entweder eine Form finden, dass man sagt, hier leg dir mal 3 Stück Papier daneben, fang mal an. So, und dass er bis er dann zum Stein rüber wechselt, ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, eine persönliche Ebene ist nicht immer wichtig, aber manchmal schon. Also ein gewisses Grundvertrauen. Und was ist vielleicht noch wichtig?
Mein Anteil, ja, erstmal ist ja der Grundrahmen. Also der Anteil ist natürlich die technische Umsetzung. Also zu wissen, zu sagen, wenn jemand eine zarte Tusche zeichnet, sagen, nee, muss noch ein bisschen kräftiger, das kommt sonst nicht. Oder so ein Bereich ist mein Anteil. Vielleicht auch manchmal in Beratung, wie auf was für Größen von Papier man druckt, welche Papiere man nimmt. Was geht denn eigentlich? So, bitte? Also die Größe von Papieren. Also was von der Rolle gibt es 10 x 1,25 m, war, ne? Du deine. Also sagen wir mal, es gibt Rollenware und Blattware und die normale, das größte Druckpapier vom Blatt ist 80 x 1,40 m. Für Litho. Man kann es ein bisschen begrenzt, weil die Steine sind. Eben, weil die Steine sind ja nicht größer. Ja. Mhm. Aber sonst bei Holzschnitt, man kann auch den Raum wieder. Ja, ja. Es gibt einen sehr guten Papiermacher in Berlin, der fertig dran. Wonach entscheiden Sie sich, also was die Formate anbetrifft? Was die Formate, das hängt ab, ob das ein Projekt ist, ob ein Buchform hat oder ein Portfolio. Dann, und die Umsetzung, weil was auch ganz wichtig ist, wenn man auf ganz große Format, man ist auch sehr körperlich auch involviert. Das heißt, man arbeitet ganz anders, wenn man auf einen kleinen Stein oder eine kleine Platte ist sehr viel Konzentration verlangt. Das heißt, man ist auch vorsichtiger als auf einem großen mit sehr viel Schwung. Man braucht auch gute Mittel, das heißt die richtigen Werkzeuge, sonst kriegt man nicht so eine Platte in eine Kaltnadelradierung geschnitten. Und sonst, was ich auch, weil wir bei der Farbumsetzung waren, ich habe 3 Jahre lang Lithografie gearbeitet und habe festgestellt, erst 2005, wo ich in Prag im Rahmen einer Austausch zwischen Berlin und Prag, dass ich bis jetzt nach 3 Jahren überhaupt nicht farbig denken könnte in Lithografie. Und da habe ich, weil der Druckzeit war so knapp, ich habe 4 Blätter innerhalb 3 Tage, 6 Farben. Und diese intensive Zeit hat mich dazu gebracht, wie man auch Farblitho konzipieren kann. Früher habe ich einen Fond gemacht, eine Zeichnung drauf, habe ich versucht, soll hier eine Fläche oder da was. Und das war nicht farbig genug. Und ja, das ist meine Erfahrung. Es manchmal braucht auch ein Prozess, obwohl man auch sehr lange damit beschäftigt hat, braucht auch die Zeit. Ja, man muss sich auf den Prozess sicherlich auch einlassen können. Ja. Ne? Also was wir beobachtet haben in den letzten Jahren, ist, dass also die Papier, also die Zeichnung an sich eine sehr große öffentliche Aufmerksamkeit bekommen hat. Die Grafik nach wie vor also auch ein Schattendasein führt in Ausstellungen, natürlich auch im Kunstmarkt. Das ist für mich jetzt einfach nochmal die Frage, warum macht man denn trotzdem Grafik? Naja, ich meine, das ist ein wirtschaftlicher Aspekt für Galerien, die auch Grafik ausstellen, die können nicht überleben in heutigen Zeit. Und da, wenn ich denke an die 20er Jahre, wie viel Grafik gedruckt wurde, 30er Jahre, 70er Jahre auch wieder, das sind so Mode, die auch hinkommen und gehen. Und ja, da, weil Bilder, auf den Revival. Den Aufwand für ein Grafikprojekt, das ist so groß, dass wenn man vergleicht mit ein Bild zu malen oder eine Plastik zu, das rentiert sich nicht. Nee? Nein. Mhm. Und, auch nicht, wenn man 10 auf, also eine Auflage von 10 hat? Naja, je größer die Auflage, desto viel mehr investieren muss. Okay. Und manchmal bleibt man drauf sitzen. Ich meine, jetzt habe ich viele Projekte und ich könnte auch Projekte selber finanzieren und dann hat auch viel gebracht. Aber egal was bringt, das bleibt auch im Vergleich mit anderen Mitteln zu wenig. Vom finanziellen Aspekt, ja? Ja, also ich glaube, ich stehe ja an einem ganz anderen Punkt. Und du bist jetzt noch sehr jung. Ja, ja, eben, genau. Und für mich ist es so, dass ich halt das auch schon also so anders empfunden habe, weil ich halt eben jetzt nicht so viele Projekte oder so habe, dass doch auch ich mehr Druckgrafik verkauft habe als jetzt Malerei, einfach weil es sich auch viele Leute mehr leisten können, wenn man jetzt gerade eben nicht
die riesigen Radierungen hat, sondern kleinere, dann ist der Preisunterschied zu einem Bild doch irgendwie vorhanden. Und klar ist das für mich dann auch, kriege ich da auch weniger raus, aber ich bin, glaube ich, noch an einem Punkt, wo irgendwie das überhaupt freut und zählt, wenn man irgendwas verkauft. Deswegen ist das dann habe ich das als rentabel empfunden. Aber es ist halt eine Frage, ich habe dann eine Arbeit im Kopf und wenn ich, die denke ich dann als Druckgrafik und dann mache ich eine Druckgrafik und genau. Ja, man denkt jetzt ja, in erster Linie an. Genau, genau. Aber ich glaube, um auf Zeit zu antworten, ist einfach, dass er hat natürlich große Projekte mit Text und Kassetten gemacht, wo er natürlich die ganzen Produktionskosten einrechnet. Und die sozusagen über ein so ein Projekt zu verkaufen, ist extrem schwierig. Weil sozusagen. Also bleibt es doch eher eine Sache für Liebhaber, oder? Es ist, glaube ich, mehr ein Prozess, so dass man das betreibt, weil man eine Neigung dazu hat. Oder Liebhaberei könnte man, wäre jetzt ein bisschen bösartig zu sagen, weil schon ein Aspekt steckt ja dahinter, das auch zu verkaufen oder es auszustellen auf jeden Fall. Aber es ist sehr interessant für mich gewesen, dass bei Sai zum Beispiel nochmal, dass weil ich ihn einfach am längsten beobachtet habe, wo er aus Beirut kam, trafen wir uns, weiß ich, zwei Wochen später bei Marwan das erste Mal. Und so seinen künstlerischen Prozess konnte ich nun sehr, sehr gut und auch seine Entwicklung beobachten. Und er hat immer in mehreren Techniken gearbeitet, hat auch einfach angefangen, plastisch zu arbeiten, konzeptionell zu arbeiten. Und er betreibt das alles so ernst und auch mit einer so enormen finanziellen Belastung, was er in seine Projekte reingibt, dass er natürlich irgendwann auch sehen muss, dass mal eine Rückkopplung gibt, weil er muss ja auch von irgendwas leben. Und Lithografie und oder auch die anderen Drucktechniken sind am schwierigsten in der Rückfinanzierung. Ist das nicht bei allen gleich schwierig? Nein, ich sage mal, wenn man eine Plastik verkauft, ist einfach, ach so, ich dachte, ist einfach der Anteil, der für einen Künstler übrig bleibt. Und wenn man davon auch eine Auflage gießt, doch ein anderer, als wenn er eins mit Blatt verkauft oder auch eine Kassette. Das ist schon ein großer Unterschied. Mhm. Und es spielt ja deswegen auch, glaube ich, eine Rolle, dass eben nicht in so vielen kommerziellen Galerien, also jetzt klassisch Druckgrafik, verkauft wird, weil einfach die Mieten und die Wandfläche einfach schwer über Grafik zu refinanzieren ist, die Kosten. Und so sein, ja. Also es sind ja auch eine ganze Reihe von Künstlern hier im Publikum, die in dieser Ausstellung vertreten sind, beziehungsweise also auch grafisch arbeiten. Ich würde jetzt einfach mal das Podium öffnen für Fragen von Ihnen an die Künstler, beziehungsweise an Steffen Cessno. Ja. Also ich finde es ziemlich interessant, was ich bisher gehört habe, aber der künstlerische Aspekt geht mir gerade noch ein bisschen unter. Also wir reden jetzt sehr viel über die finanzielle Seite. Zum Schluss jetzt, ja. Und ich hätte gerne mehr gewusst über den künstlerischen Aspekt. Warum mache ich Grafik? Die Frage ist gut, wenn ich das mal beantworten sollte. Was ist eigentlich der künstlerische Aspekt dabei? Es kann ja nur die Gesamtheit, sagen wir mal, eines Tuns sein, was der Maler oder der überhaupt macht. Ja? Also es ist eine Art von Ablage seiner Gesamtheit. Und wenn man an Marwan denkt, den ich Akademie ja kennengelernt habe, da ist, sagen wir mal, die Grafik plötzlich eine Werkidee, die neben dem steht, was er an sich sowieso macht, wenn man will. Ja? Was mir völlig fremd ist, muss ich mal auch sagen. Aber sagen wir mal, die Energie einer Werkidee, ich habe mal eine Ausstellung von ihm gesehen, im Bode-Museum war das, glaube ich, ja. Und dann eine großartige Ausstellung von Hunderten von Die 99 Köpfe. Das war unerhört. Also da merkt man, dass er, dass das ein Teil seiner Gesamtheit war, die er sehr wichtig nahm, ja. Es gibt Maler, die haben die Druckgrafik zu einer Eigentlichkeit gemacht, wo
wo Gleichsein die fast wichtiger wird als das, was sie im Alltag. So etwas kommt auch vor, ja. Das bedeutet, ist so eine Tendenz, Gleichsein, wo fühlt sich jemand wohl in seiner Eigentlichkeit? Nur ganz kurz, für mich die Druckkraft ist nur ein Mittel. Ich glaube, ich habe mich 2 Jahre lang mit Lithografie beschäftigt, weil irgendwie in meiner Malerei war ein Umbruch. Das heißt, ich habe auch was getastet, ich habe was Neues gesucht und dann es gab auch Künstler, die nur Druckgrafik gemacht haben. Oh. Wenn ich an Karl Mayfert oder Franz Mazzarell oder sie haben nur Druckgrafik und sehr schöne Sachen auch gemacht. Ich würde gerne Zeit noch mal fragen, weil ich die Frage ihm nie gestellt habe, ob er in seiner Zeit deines Studiums in Beirut, habt ihr dort auch Druckgrafik gemacht oder hast du erst dich mit dem Medium durch Marwan beschäftigt, dann erst in Berlin mit angefangen? Ich habe angefangen in Beirut 4 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs, das heißt in sehr miserablen Zustand studiert. Und daher hatten wir waren 20 Leute gepresst in einen kleineren Raum als hier. Wir hatten keine Druckwerkstätten, wir hatten nichts. Und als ich nach Berlin kam, habe ich gesehen, was man für Luxus hier hatte. Und dann dafür habe ich auch meine ganze Zeit, mein Studium auch, alles, was ich machen könnte, habe ich gemacht. Weil ich mit dieser Vorstellung immer auch überzeugt bin, wir haben die Möglichkeit, was ohne mit großen finanziellen Belastungen zu ausprobieren. Wenn man fertig ist und dann steht am Anfang seiner Karriere, man denkt nicht mehr an Druckgrafik, weil man muss irgendwie gucken, wie man mit seinen Bildern, mit seinen finanziellen jonglieren kann. Und daher habe ich auch für mich das gemacht und dann als Gepäck. Das war eine Bereicherung. Weil jetzt kenne ich, ich brauche nicht jetzt jemand zu fragen, wie funktioniert ein Siebdruck zu sehen, das ist nicht die Technik, die für mich auch relevant ist. Mhm. Oder wenn ich über ein Projekt denke, dann denke ich direkt auch, was soll das Medium sein? Soll ich den Einsatz, ist mehr Radierung als Lithografie oder ist ein Holzschnitt? Und dann diese Aspekte, wenn man nicht richtig vertieft hat, dann kann man nicht so schnell. Man muss man auch die erfahrenen Leute noch mal fragen, dann ausprobieren. Und das kostet alles auch Zeit, Aufwand und Geld. Das heißt also, am Anfang stand das lustvolle Ausprobieren und Nutzen der Möglichkeiten. Genau. Und jetzt ist es das Spiel mit den Möglichkeiten. Ja. An erster Linie steht aber die künstlerische... Die künstlerische Umsetzung. Ja, die Umsetzung. Genau. Und wie ist es bei Ihnen? Ja, bei mir ist es, also wie es halt auch gesagt hat, die Druckgrafik ist für mich eigentlich auch ein Mittel. Also ebenso wie ich entscheide, okay, ich mache eine Zeichnung, entscheide ich, ich möchte eine Druckgrafik machen, was vielleicht irgendwie das von Zeichnung oder Malerei unterscheidet ist, dass ich denke, dass die Druckgrafik, und das ist vielleicht das, was Lothar so ein bisschen stört, von Anfang an eigentlich, glaube ich, eine konzeptionellere Denkweise fördert, einfach weil man sich entscheidet, man macht das in dem Medium, man macht das auf diesem Blatt Papier, man macht das mit 1, 2, 3, also ich entscheide das dann konzeptioneller, vielleicht andere nicht, aber genau. Das ist eine abstraktere Herangehensweise wahrscheinlich. Mhm. Und der nächste Punkt ist, macht man es alleine oder macht man es mit jemandem zusammen? Mhm. Das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle. Also, wenn man, sagen wir, malt oder zeichnet, ist das ja ein Prozess, den man im Atelier alleine macht. Mhm. Und sobald man vielleicht in die Druckgrafik geht, verlässt man ja sein Atelier und geht in einen anderen Raum und die Anonymität ist vorbei. Und dann wird es sozusagen ein Miteinander oft. Was, es gibt natürlich auch, hier Philipp Hennevogel ist irgendwo da, der natürlich seine Sachen alleine konzipiert und auch alleine druckt. Der natürlich das alles für sich alleine macht, der sozusagen nicht in den fremden Raum geht, aber sagen wir mal... Für den der Prozess aber auch eine große Rolle spielt, also so das Entstehen des... Ja, aber man muss trotzdem immer noch mit vielen Leuten reden und das finde ich gut. Also das ist tatsächlich ein Aspekt, den ich wichtig finde, weil ich eben mit dem Papiermacher reden oder ich rede mit anderen Druckern, weil ich eben ein Problem habe.
mit der Maschine oder mit dem Druckprozess an sich. Und gut, dass es eben diesen Prozess hat, ist interessant, weil das ist ja das Drucken hat mit der künstlerischen Arbeit erstmal nichts zu tun. Das ist auch eigentlich die Schwierigkeit, die man am Anfang hat. Und deswegen ist es so gut, dass man an der Akademie zum Beispiel so gute Hilfe hat oder meistens Fachleute vorfindet, die einem helfen können, weil man merkt oft erst beim Drucken, dass bestimmte Dinge nicht klappen oder nicht funktionieren, was ja beim Drucken leider sehr oft vorkommt, dass nichts so läuft, wie man es eigentlich dachte, dass es laufen müsste. Und dann hat man jemanden, der einem da zur Seite steht und der im Prinzip einen so in diese Richtung, richtige Richtung schiebt, weil er die Erfahrung hat, dass es dann eher was wird. Und ich finde aber interessant, dass man sich in der Tutorarbeit dann auch eher dann weiterentwickelt, wenn man in Schwierigkeiten gerät, weil bestimmte Dinge nicht so funktionieren, wie man das möchte, beziehungsweise weil einem Erfahrungswert fehlt. Und dann probiert man halt rum und findet dann auch zu teilweise relativ einfachen Lösungen. Das ist der Unterschied von heute. Was Galeristen überhaupt nicht mit Grafik oder mit Edition an Projekte glauben. Und auch wenn das nicht rentierbar ist, dann zu sagen, ich bin davon überzeugt und ich gebe dafür alles, was entstanden ist. Umso interessanter und verdienstvoller ist es ja, dass also ein großer Kreis der Künstler, die in dieser Ausstellung zu sehen sind, also sich immer noch diesen Techniken und diesen Prozessen verpflichtet fühlt, für sich also auch als wichtigen künstlerischen Aspekt annimmt, was ich eben noch ganz schön fand, also in Ihrem Statement, dass eben das Zusammenwirken zwischen Künstler und Drucker, Literat, ja, also ganz andere Dinge entstehen lässt, ja, die über unsere Sehwahrnehmung sicherlich auch hinausgehen. In diesem Sinne danke ich Ihnen fürs Zuhören und euch Ihnen fürs Reden über eure Arbeit und für die Teilnahme heute Abend. Dankeschön. Ich würde mich gerne nochmal bei der Galerieleiterin Annette Tietz und auch bei der Mitarbeiterin von Paula Böttcher bedanken, dass sie so eine schöne Ausstellung hier auf die Beine gestellt haben. Gerne.